Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Wir haben hier gerade, oder ich habe ja gerade so einen Schweinewald hier gefunden. Und da ich ja ein paar Nahrungsmittelvorräte mir zusammensammeln will. Alter, was ist denn das für eine Ebene? Alter, wie geil. Voll die Ebene. Hier ist noch ein Schwein. Genau. Du Schwein, du. Oh, da ist noch ein Hühnchen, was ich nicht eingesammelt habe. Aber ich frage mich echt, ob ich jetzt. Wo, was, wer? Da oben. Hast du mich eben angegackert? So, jetzt reicht jetzt aber. Ich will mein. Also, da ist mein Lager definitiv nicht. Diese riesige Ebene, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich bin doch schon raus aus dem Riesenwald, weil ich hier einfach rübergeschwommen bin. Mein Lager müsste da drüben irgendwo sein. Kann mich an diese Ebene nicht erinnern. Oh, und hier kann ich noch Schweinefleisch einsammeln wie Nase. Lala, lala, lala. Haha. Wie fliegt einem nicht die gebratenen Schinken fliegen einem hier im Mund? Oh, die sehen aber nicht freundlich aus, die Fische, die da eben waren. Ich gehe mal schnell raus. Die sahen aber nicht freundlich aus. Was sind denn das für Viecher, ey? Oh Gott, bestimmt Piranhas oder so. Das möchte ich jetzt spontan ja nicht rauskriegen. Ich will jetzt erstmal mein Lager wiederfinden. Schön was brutzeln. Das ist eine tolle Ebene. Ach, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das ist diese Pferdewiese hier, wo wir irgendwie schon mal waren. Vor 3 Folgen. Ich will jetzt eigentlich erstmal mein Hauptlager finden. Ich werde mal hier zur Abwechslung mal eine Kleinigkeit essen. Und dann wollte ich mal probieren, ob wir die Beeren anbauen können. Du, ich denke mal, das ist aber nicht der Wald. Ich habe mich völlig verlaufen. Guck mal, da hinten ist der Wald. Da ist der Wald. Ah, das ist doch hier ein anderer Wald. Das sind ja ganz andere Bäume. Ich muss da lang, zu dem Wald. Eieiei, ich habe mich verlaufen. Eieiei. Das ist natürlich ein bisschen stressig. Deshalb wäre echt ein Kompass cool. Ich brauche, glaube ich, sogar für einen Kompass. Warte mal, mal kurz gucken. Ach nee, ey, Kompass. Hier. Mehrere ewiger Kompass, Marschkompass und normaler Kompass. 4 Eisen und ein Redstone. Das Rezept ist jeweils fast das gleiche. Vielleicht kann man hier irgendwas einstellen bei diesem Kompass noch. Redstone-Komparator. Okay. Gut, ich brauche 4 Eisen und ein Redstone. Ist nicht so dramatisch, aber da müssen wir dann schon eine Höhlentour machen, die ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Ich glaube, hier sind wir. Oh, die Grillenzirpen, geil. Also dieses Grillenzirpgeräusch auf der Wiese finde ich total toll. Und die Schmetterlinge, oh. Cool. Echt cool. So, mit den Screenshots klappt auch wunderbar. Bin ich ja froh. So, hier ist nämlich mein Wald. Hier ist mein Wald, da bin ich schon mal richtig. Jetzt ist nur die Frage, an welcher Seite von dem Wald ist mein Häuschen? Ich kann mich ja nicht. Da ist es nicht, da ist jetzt so eine Wiese, das kann nicht sein. Außerdem habe ich hier schon wieder Hühnchenfleische sehen. Okay, Unterwasserschweine. War das hier, wo die Piranhas waren? Oh, guck mal, ein Clownsfisch. Oh, 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 der hat es mir aber verpasst. Oh, der hat es mir aber verpasst. Gleich mehrere. Wisst ihr was? Ich muss auch, um meine Herzen ein bisschen schneller zu regenerieren, müsste ich mal. Oh, da schwimmen die rum. Nee, das sind bestimmt Piranhas. Müsste ich mich mal richtig satt essen hier. So. Puh, ja.
Also wir finden doch meine Höhle garantiert. Bärenbüsche? Pilze, Pilze, Pilze. Schön, jetzt so langsam haben wir immer mehr zu essen. Minischweine? Ist ja geil. Läuft aber unter Norm. Guck mal, was ist denn das? Ein Hund? Ein Wolf? Kann ich den zähmen? Alter, das wäre cool, wenn ich den zähmen könnte. Dann hätte ich einen Wolf. Ja, magst du mich? Willst du noch mehr? Liebst du mich? Kommst du mich? Bist du jetzt schon gezähmt? Wo bist denn du? Alter, der Wolf ist weg. Na, das wäre ja noch geil gewesen, wa? Wenn ich jetzt den Wolf gehabt hätte. Oder muss ich dem Halsband umlegen? Naja, ist egal. Da ist er ja. Nee, das ist eine Kuh. Ja, ich grüße Sie, Frau Kuh. Leder. Dann könnte ich mir ja schon was Rüstungsartiges bauen. Cool. Ja, also die letzte, jetzt seit einer Stunde läuft Minecraft jetzt absolut super geil. Bin ich schon mal ganz zufrieden. Also ich muss jetzt versuchen, paar Folgen aufzunehmen. Nicht, dass nachher wirklich das alles nicht mehr geht, wenn irgendwie ein Update. Also es gab jetzt ein Minecraft-Update heute. Und zwar auf die Version 1.7.10, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder das war nur ein Update von dem Launcher hier, von dem. Ach man, ich komme noch hier nicht weiter, wenn ihr alle hier rumsteht. Bin auch gezwungen, euch alle zu schlachten, weil ich Essen brauche. Und dann verirre ich mich wieder. Ich brauche auch nicht, ich brauch's ja nicht übertreiben. Manche Menschen sind so gierig, die können den Hals nicht vollkriegen. So, den Rest lasse ich jetzt mal hier. Weil ich möchte jetzt eigentlich mein Hauptlager erstmal wiederfinden. Und dazu muss ich dahin. Mein Handy ist gerade voll, der Akku. Hallo, Hund, du bist doch ein Hund, wa? Oder bist du auch ein Wolf? Oh, ich habe jetzt aus Versehen. Muss ich dich eigentlich mehrmals füttern oder wie war das? Sitz. Sitz. Muss ich dich mehrmals füttern? Nee, du sollst es nicht essen. Komm noch mit, Hund. Ach, jetzt wird es schon wieder dunkel. Nee, ey, geil. Bist du jetzt mein Hund oder nicht? Komm her. Komm her, gib dir noch mehr. Komm her. So, jetzt müsstest du aber langsam mein Freund sein, oder? Alter, geil, Ansicht. So, ich will jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch mein Lager finden und will mal ausprobieren. Und will mal ausprobieren, ob ich, ja, ob der Wolf mir jetzt hinterherkommt oder nicht, ist sein Ding. Muss er selber wissen. Bei mir wäre er jedenfalls sehr gut aufgehoben gewesen. Hier gibt es scheinbar auch Mini-Kühe. Da war ein bisschen Kohle, ist mir jetzt egal. Das Schwein werden wir noch schlachten. Ja. Und hier, das ist unser Wald. Das ist unser Wald hier. War? Ja, das ist unser Wald. Der, wo wir unser Stützpunkt bauen wollen. Ja, ich glaube, ich brauche bei Zeiten dann noch einen Kompass. Hier sind auch keine bösen Fische. Da hinten ist noch eine Struktur mit Steinen. Hier ist unser Wald, eindeutig. Jetzt sind wir auch hier wieder bei dieser Struktur. Oder das ist eine andere, weiß ich nicht. Ich habe mir auch. Warte mal, wie war denn das mit der Sonne? Die war so, dann müsste da. Da. Da hinten. Da in diese Richtung müsste unser Lager sein. Da in diese Richtung bin ich fest überzeugt von. Oh.
hier gibt's garantiert Eisen. Da unten gibt's garantiert Eisen. Da kommen wir später noch mal hin. Ich stelle mir meine Fackel hier hin. Ich will erst zurück zum Lager. Ich weiß nicht, irgendwie ein innerer Drang. Ich meine, mein Inventar, ja, voll ist es nicht ganz, aber ist schon ganz schön viel drin. Ich will jetzt eigentlich nichts wegschmeißen und auch kein großartiges Risiko eingehen. Deshalb, wenn ich jetzt einfach so unbedacht weiter gerannt wäre, wäre ich in die Höhle reingefallen. Oh, da ist garantiert Eisen, Alter. Das ist eine krasse Eisenhöhle. Krass. Ich will mein Lager, oder mache ich hier ein neues Lager bei der Höhle? Ah, dass man den Plan einfach verändert, um sich so schön auszurüsten und Eisen zu schmelzen und solche Sachen und Diamanten zu finden. Oh, das wäre natürlich auch eine Variante, wa? Wenn wir uns hier, aber das ist natürlich. So, ich bin vergiftet. Warum bin ich vergiftet? Weil ich wahrscheinlich in irgendeinem Giftfarm drin stehe. Hier, Himmelsbambus. Also manchmal kommt es durch Pflanzen, auf die man steht, habe ich schon gesehen. Es gibt auch Dornpflanzen. Wenn man da drin steht, kriegt man Schaden. Ah, das ist aber verlockend mit der Höhle, da ich ja Eisen brauche. Mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? So eine Höhle ist doch der Hammer. Wie viel Holz habe ich denn? Nee, ich will erstmal zurück. Ich will erstmal zurück. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht doof, aber ich will zurück. Obwohl es totaler Quatsch ist, weil ich habe ja noch gar nichts. Es ist ja gar kein richtiges Zuhause. Pilze? Aber irgendwie will ich zurück. Wenn es denn zurück gibt, müsste da hinten irgendwie sein. Wenn es sowas gibt. Siehst du? Jetzt passt es schon nicht mehr ins Inventar in alle Tier. Muss mal kicken, was wir wegschmeißen können. Die Rosen brauche ich gar nicht. Diese Blumen brauche ich auch überhaupt nicht. Schwarze Heidelbeeren, Eichensetzlinge, Veilchen. Komm, schmeiß mal nur eine Schüssel weg. Das warte, aber mehr schmeiße ich nicht weg. So, nach meinem Gefühl, die Sonne ist da, die geht da auf, dann geht sie da unter. Da müsste aber unser Lager da sein, in der Richtung. Tachchen. So Leute, mein Steinschwert hält nicht mehr lange. Juhu. Es gibt auch so viel zu brutzeln. Und ich habe nur noch rohes Zeug hier. Guck mal, selbst das Schwein, selbst das Fleisch passt nicht mehr ins Inventar oder was? Muss ich noch eine Pilzschüssel wegschmeißen oder diesen sinnlosen großen Granit hier? So. Ja, okay. Du, ich will jetzt zurück zu meinem Lager, jetzt reicht's. Pass auf. Müsste eigentlich hier gleich kommen. Es sei denn, ich habe mich komplett verlaufen. Kann natürlich sehr gut sein bei so einem Riesenwald hier. Aber mein Gefühl sagt mir, wo ist denn das Wasser? Wenn ich eine Orientierung hätte, wenn ich da hinten, dann müsste ja das Wasser sein, wa? Oder ich bin völlig falsch. Ich meine, ihr habt das jetzt bestimmt genau gesehen, wo wir sind. Und schreit jetzt gerade alle, Alter, das Wasser ist da links und nicht da und hier und dort und hups und hups. So, hier darf ich nicht ganz so doll rennen, sonst falle ich nämlich ruckzuck in so eine super tiefe Höhle. Blaue Orchidee wieder, kein Flachs. Flachs hätte ich ganz gerne gefunden, dann hätte ich mir nämlich ein schönes Seil machen können. Die Blumen sind mir jetzt gerade egal. Ich möchte eigentlich nur mein Lager finden. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Guck mal da oben, was ist da? Das sieht mir doch mal interessant aus. Das ist doch mein einzelner Baum. Das war doch. Ich glaube, das ist das. Da war ein einzelner Baum. Das ist mein Lager. Da oben ist mein Lager.
Und das ist die Plattform, ich schwört euch, ich schwöre es euch. Ich schwöre euch es euch. So weit gibt es nicht, ja, so weit gibt's nicht zweimal so ein Lager, so weit gibt es nicht zweimal. Pass auf, hier hoch. Da oben ist mein Lager, ich glaub's nicht, ich glaub es nicht. Jetzt kann ich schön loskochen und brutzeln, definitiv. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, wie geil, cool. Okay, wir haben das Lager wieder gefunden, das ist sehr geil. Und ich würde jetzt ganz gerne mal eine Hacke bauen. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie das war. Nee, ich glaube, das war anders. Das war so, dass du... Nehmen wir ruhig mal Holz. Hier, warte mal, dann muss ich hier mal gucken. Bei Hacke. Hier, Hacke. Holzhacke. Und da zeigt mir dann mal das Rezept. Das ist ja das Rezept hier, oder? Holzhacke. Steinhacke. Warum zeigst du mir nicht das Rezept? Weil hier Zeug drin ist, wa? So, jetzt. Holzhacke. Holzhacke. Steinhacke. Spaten. Holzhacke. Er macht Holzhacke nicht, oder muss ich dann Doppelklick drauf machen? Er zeigt das Rezept nicht für die Hacke. Goldachs zeigt er. Hacke zeigt er nicht. Ist ja Hammer. Holzhacke. Ich brauche das Rezept auch nicht zwingend. Ich habe doch schon 1000 Mal eine Holzhacke gemacht. Jetzt wusste ich mir genau, wie das war. So war das. Nee. Mist. Ich hab's vergessen. Ich hab die Holzhacke vergessen. So war eine Axt. So vielleicht? Oder vielleicht so. Wobei, das wäre für mich eher eine Sichel. Das wäre eine Schaufel, okay. Vielleicht so? Nee. Oder so? Na, sag mal. Gibt's denn so was? Holzhacke. Der zeigt mir das Rezept nicht an für die blöde Holzhacke. Ich glaub's nicht. Jetzt erzähl mir nicht jemand, dass ich hier in diesem Mod keine Holzhacken machen kann. Steinhacke. Eine Sichel gibt's auch. Steinsense. Damit kann ich bestimmt die ganze Kruppzeug da wegsensen, was hier überall rumschwebt. Er zeigt mir alle Rezepte, aber nicht die Hack. Nicht jetzt, oder? Ne. Fragezeichen. Hacke. Hacke. Macht er nicht. Oder hat es damit zu tun, dass mein Inventar voll ist? Oder kann ich in diesem... Muss mal schlafen, wa? Oh, Alter. Oder kann ich hier in diesem Mod gar nicht... Oh, ich muss mal unbedingt ganz viel braten. Ich mach mal die ganze Kohle rein. So. Dann schlafen wir mal schnell. Und außerdem ist die Folge gleich vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Juhu. Oh, cool. Schön. Shader, guck mal, wie schön das alles hinten blau wird. Schöne Sichtweite, alles optimal hier mit meinem... Ich habe ja jetzt auch diesen... Ihr wisst ja, was ich meine, wo man auch Zoom hat. Das habe ich ja irgendwie nicht hingekriegt mit dem normalen Minecraft. So, ja, schlafen wir einmal eine Runde. Und dann lässt mir das ehrlich gesagt überhaupt keine Ruhe mit der Holzhacke, ehrlich gesagt. Es lässt mir keine Ruhe. Und außerdem möchte ich hier noch ganz gerne... Hier haben wir noch zweimal Erde. Da möchte ich nämlich diese doofe Loch hier noch zumachen. Und das hier noch zumachen. So, und jetzt will ich nochmal gucken wegen der Hacke. Ich habe das Rezept vergessen, wa? Schaufel, Hacke,
Kann man hier in diesem Modpack keine Hacke machen? Muss man da eine Sense machen? Ist aber Quatsch, was soll ich mit einer Sense? Mit einer Sense kann ich nur Gras abbauen. Ach, Steinhacke macht er nicht. Das ist ja eigenartig. Da muss ich noch ein bisschen was lernen. Es gibt viele Hacken. Diamanthacken, Goldhacke. Goldhacke macht er. Ah, jetzt sind wir schon ein bisschen näher dran hier. Eisenhacke, Diamanthacke, Steinhacke. Zeigt er nicht. Holzhacke auch nicht. Aber dann würde ich doch mal sagen, eine Holzhacke wird folgendermaßen gebaut. Mal gucken. Aber das habe ich ja schon probiert. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht, das ist ja das Problem. Da habe ich mich jetzt wieder verguckt. Warte mal, noch mal kurz gucken. Die Goldhacke, die sieht so aus, die sieht so aus, die sieht so aus, die sieht so aus und die sieht so aus. Ja, dann müsste auf jeden Fall eine Holzhacke so sein. So habe ich es auch in Erinnerung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es aus unbearbeitetem Holz gebaut wird, ne? Oder ist das das falsche Holz? Kann aber auch nicht sein, oder? Oder muss ich hier noch irgendwelche Bretter draus bauen? Nee. Was ist denn da mit einer Steinhacke? Kann ich wenigstens eine Steinhacke? Jetzt erzählt mir doch nicht, dass ich hier keine Hacken machen kann. Und macht mich doch nicht fertig, Leute. Das kann noch. Ist ja auch nicht so wichtig. Mann, scheiß auf die Hacke. Scheiß auf die Hacke. Dann gucken wir jetzt erstmal, was gibt's zum Mittag? Schweinebraten, okay. Dann brate jetzt mal das hier. Und wir gucken mal, dass wir uns noch ein bisschen in die Suppenproduktion machen vielleicht. So. So, uns ein paar Süppchen machen. So. Hier haben wir noch 5 Schalen noch. Alter Schwede. So. Haben wir noch mehr Pilze im Inventar? Nee, nicht wirklich. Vielleicht jetzt so. Ja, cool. Okay. Okay, okay, okay. Dann können wir das hier rüberpacken und die Pilze wieder rein. Okay. Gut, dann werden wir uns jetzt hier erstmal den Wanz vollhauen. Sieht ja schon ganz gut aus, ja. Aber dass ich keine Hacke machen kann, das ärgert mich schon ganz schön, ey. Das ist doch hier ein Fehler in dem Steinhacke nicht. Eisenhacke könnte ich machen. Fragezeichen. Eine Eisenhacke könnte ich locker machen. Ich habe aber kein Eisen. Gut. Wir werden jetzt erstmal die Truhe hier. Warte mal, ich baue mal noch eine zweite Truhe, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Ach, deshalb wollte ich auch hierher. Genau, hier ist ja auch mein Lager. Das durfte ich nicht vergessen. Ich habe vorhin die ganze Zeit so, was soll ich denn da? Warum will ich da überhaupt hin? Ich muss doch da eigentlich gar nicht hin. So. Genau, jetzt haben wir nämlich eine schöne große Truhe. Und wir werden mal unsere gesammelten Schätze hier einsortieren. So, hier ist ja die Sortierung. So, Standard, so. Ist eigentlich egal, weil wenn ich das jetzt alle darin schmeiße, so ein bisschen Holz behalte ich. Das kommt darin. Ja, lass uns die Pilze auch mal darin machen. Die Beeren nehmen wir als Notverpflegung mit. Das kommt darin. Das will ich noch braten. Das kommt darin. Das kommt darin. Die Heidelbeerenbüsche. Da brauche ich aber bestimmt auch noch. Die Federn bleiben hier. Das bleibt hier. Der Pfeil kann von mir aus hier bleiben. Die ganze Wolle kann hier bleiben. Und das bleibt hier. So, und das können wir jetzt alles nochmal ordnen. Schön. Oder was ist hier für eine... Oh ne, das ist die
Sortierung. So, dann haben wir so ein bisschen Überblick, wa? Mit diesen Too Many Items. Nee, wie heißt das Ding nochmal? Inventory Tricks, ist echt geil. So, du hast jetzt hier richtig viel gebraten. Das ist super geil. Dann braten wir die Bienen noch. Und jetzt haben wir sogar richtig Nahrungsvorräte. Wovon wir einfach ein paar hier lassen. Ich glaube, selbst ein paar Beeren werde ich noch hier lassen. Und vielleicht lassen wir sogar das ganze Fleisch hier. So, und so nehmen wir mit. Oh, hier haben wir sogar noch Hühnchen. Können wir auch noch braten. Ach, das ist aber schön. So. Okay, jetzt können wir eigentlich schon fast uns auf die nächste Reise begeben. Und die nächste Reise würde jetzt daran bestehen, dass wir gucken, dass wir irgendwie an Eisen rankommen. Das heißt, wir müssen eigentlich zurück zu der Höhle und dann eine Höhlentour machen, wenn ich die wiederfinde. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.